So, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Herzlich willkommen zu einer neuen Figur und zwar DreamWorks Dragons How to Train Your Dragon The Hidden World mit Eret und Skull Crusher hier heute bei mir auf dem Tisch. Ne? Jubel, Jubel, Freu, Freu. Wie lang haben wir gewartet? Kurz eines zuvor, es gibt natürlich auch noch die anderen Sets mit Kotz und Wirk, Graff und Taff und selbstverständlich auch Fischbein mit Fleischklops. In der neuen Aufmachung, den neuen Verpackungen. Dazu möchte ich euch aber sagen, teilweise findet ihr es noch nicht in den Läden, sondern nur online. Warum? Auch immer. Der Markt war noch nie so chaotisch wie momentan, was diese Geschichten hier von Spin Master angeht. Kein Händler weiß irgendwas. Ja, kann also sein, sie kommen tatsächlich noch vor Weihnachten in die Läden. Aber man muss einfach schauen, gucken, ob man was findet. Ja, wie auch immer. Ich habe diese beiden in einem großen, bekannten Kaufhaus bekommen, was mit M anfängt und mit einem Buller endet. Keine Schleichwerbung. Und zwar für unter 12 Euro. Und mehr sollte man dafür auch nicht bezahlen müssen, denn ganz ehrlich, Leute, so schön die Figuren auch gemacht sind, mehr sind sie nicht wert. Zur Feier des Tages habe ich hier heute auch nochmal den alten Skull Crusher herausgeholt. Und zwar die grüne Version und den violetten, den ich noch nicht mal ausgepackt habe. Du liebe Zeit. Leute, ich habe noch so viele original verpackte Dragons-Geschichten da. Wann in dem Leben soll ich denn dazukommen, ne? Wahnsinn. Naja, wie auch immer. Wir schauen uns die auf jeden Fall an und vergleichen selbstverständlich auch noch. Ja, und hier auch noch gleich, ich sag's jetzt fast bei jedem Video zu Dragons mit dazu. Kotz und Wirk, Raff und Taff. Ihr müsst quasi Kotz und Wirk zweimal kaufen, um Raffnuss und Taffnuss zu bekommen. Denn die gibt es nicht in einem Set. Es gibt eine Kotz und Wirk Figur mit Raffnuss und es gibt eine Kotz und Wirk Figur mit Taffnuss. Kotz und Wirk Figuren sind meines Erachtens nach exakt genau gleich. Ihr müsst euch die Figur also quasi zweimal kaufen, um an Raffnuss und Taffnuss zu kommen. Ne? Oh Mann. Ja, auch hier bei diesem Set gibt es eine Geschichte, die mir ein bisschen Kopfzerbrechen macht, aber dazu gleich mehr. Hier nochmal ganz kurz zu den beiden Figuren, auch für die Neuen, die hier mit reinschauen. Schädelbrecher, der Drache, auch Schädelkracher oder Grollhorn genannt, im Englischen auch Skullcrusher, gehört zur Aufspürerklasse. War einst der Drache von Hau drauf und später, also heute aktuell, der Drache von Eret, Sohn von Eret. Dieser ist ein großer Drachenjäger und hat einst für Drago Blutfaust gearbeitet. Zu dieser Zeit war Eret zudem auch noch nicht wirklich vom Drachenreiten begeistert. Was sich jedoch später änderte, spätestens dann, als er die Seiten wechselte und zu den Drachenreitern von Berg überlief. Seitdem ist Schädelbrecher auch sein Drache. Ja, wir haben hier rein optisch ein echt tolles Set, gerade was die Wikinger, die Drachenreiter hier angehen. Also der absolute Oberwahnsinn, wie schön sie die umgesetzt haben. Also da mal ein ganz dickes, fettes Lob an Spin Master. Keine Comicfiguren, keine Comichände, keine komischen, überlangen oder zu kurzen Gliedmaßen, sondern richtig, richtig schön gemacht, auch was die Bemalung, die Farben angeht. Ja, auch das seht ihr hier schon in der Verpackung an Eret. Allerdings, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ihr euch die Originalbilder zu Erets Drachenrüstung anschaut, dann wird euch auffallen, dass die Brauntöne der Rüstung eher hellbraun sind. In dieser Ausgabe ist es aber alles relativ dunkel. Darum, also es ist ja fast schon eine Paranoia, ja, aber ich glaube, ich würde mich nicht wundern, wenn dieses gleiche Set hier nochmal mit einem helleren Eret erscheinen würde. Also das ist jetzt nur eine Mutmaßung, ja, keine Tatsache, nur ein Gedanken von mir. Denn das wäre nicht das erste Mal, dass Spin Master genau das gleiche Set, genau die gleichen Figuren in einer leicht anderen farblichen Alternative rausbringt. Ich sag nur Hakenzahn, ja, das ist nur ein Beispiel. Also, würde mich nicht wundern. Ansonsten, ihr habt hier die übliche Verpackung. Tolles Design. Der Karton hat eine Größe von über 29 cm in der Länge, 20,5 in der Höhe und 10 cm in der Tiefe. Diese Verpackung entspricht tatsächlich auch den alten Figuren, aber die Figuren selbst sind seit Drachenzähmen leicht gemacht 3 kleiner. Und das werde ich euch auch später im Laufe des Videos zeigen, wenn ich die alten Skullcrusher Modelle hier daneben stelle.
Und weil ich es eben von der Rüstung von Eret hatte, wenn ihr die Rückseite der Verpackung hier betrachtet, seht ihr, dass die Rüstung auch tatsächlich in einem Hellbraun abgebildet ist. Aber die Figur da drin, die ist relativ dunkel. Dunkelbraun mit Grau. Also mich wundert gar nichts. Also haltet mal eure Augen auf, wenn ihr die Figuren, dieses Set hier in den Läden stehen seht, ob es da nicht noch eine Alternative gibt. Mich wird's, wie schon gesagt, nicht wundern. Ja, dann würde ich auch sagen, wir schauen uns jetzt nochmal ganz kurz die Verpackung an, packen das ganze gute Stück aus und schauen uns die Action an, die Verarbeitung und. Leutchen, dazu wünsche ich euch und mir viel Spaß. Ja, und ab dafür, ne? Hier wieder der schöne große Konterfei von Ohne Zahn, der Schriftzug, Spin Master. Seitlich seht ihr die Aufspürerklasse, Eret und Skullcrusher. Dann hier Hicks auf Ohne Zahn. Und auf der Rückseite, ja, das seht ihr schon, ne? Hier nochmal ein kurzer Blick auf Eret. Ihr seht hier alles relativ dunkel, seitlich sogar eher Anthrazit, ja. Und hier habt ihr halt eine schöne hellbraune Rüstung, beziehungsweise Rüstungsteile. Also, ne, ich sag's nur noch. Was man hier auch sieht, die Augen von Skullcrusher sind wunderbar. Ich sag immer das englische Wort, seht's mal nach. Schädelbrecher, kein Thema. Aber das hat man irgendwie im Blut, ne. Die Augen hier sehr schön. Also eine schöne Pupille mit einem Glanzfleck drin. Ja, ne, ganz so kommt's hier bei der Figur nicht. Schade drum, echt schade drum. Ja, hier wieder die Anmerkung, Rüstung aus Drachenschuppen. Und natürlich hat dieser Drache auch eine Actionfunktion, sprich, er hat eine Flamme mit dabei. Dieses Mal ja einfach gelb gemacht. Ja, beim letzten Drachen, beim Vorgänger, sah das Ganze noch so aus, also wesentlich näher dran, wie das, was wir hier haben. Hier haben wir ja immer exakt genau die gleiche Flamme, nur in der anderen Farbe. Und es zieht sich durch die ganze Serie, egal welchen Drachen ihr bis jetzt davon gekauft habt. Ja, das ist ein bisschen, ja, ne, ein bisschen halt. Ansonsten, ihr seht schon, Schädelbrecher ist hier toll bemalt, kann man gar nichts sagen. Schön bunt, richtet sich natürlich ganz klar an jüngeres Publikum, auch kein Thema. Aber ich finde den echt schön gemacht. Das Gesicht sieht man und man sieht vor allem, ja, das ist Schädelbrecher und nicht wie beim Haifisch ohne Zahn, wo ihr erstmal überlegen müsst, ob ihr bei der richtigen Serie seid, ne? Das ist der Knaller. Natürlich auch wieder Schrauben und Gelenke en masse überdeutlich zu sehen, aber das war bei der alten Figur auch noch nicht besser. Gut, das dazu. Hier unten seht ihr einen kleinen Klecks mit einem Gelb. Das heißt, hier haben wir auch noch was unter dieser Schachtel. Wir schauen uns das an. Als erstes mal hole ich die Figuren hier raus. Einfach hier mal Schnips. Dann müssten wir ihn auch schon rauskriegen. Jawohl, Gott, ist der klein, wenn man mal so in den Händen hat. Aber der ist klasse. Der ist richtig klasse. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Gefällt mir gut. Rein optisch ist der super geworden. Also überhaupt kein Thema. Klasse. So, dann haben wir ja auch noch Eret. Auch gleich rausholen. So. Der ist auch super. Vor allem leicht metallisch die Farbe hier. Okay. Sehr schön. Schauen wir uns an. Dann müssen wir die ganzen Sachen hier noch rausholen. Nämlich sein Schwert und die Flamme. Hier haben wir die beiden. Und dann auch noch hier unten. Lasst uns reingucken, was sie uns da noch reingelegt haben. Ah ja. So, wir haben hier einmal die Karte, Servicenummer, Service Mail von Spin Master, finde ich super. Und dann hier auch noch die Action für Schädelbrecher, sprich, ihr könnt hier die Flamme reinschieben und dann nicht am Schwanz ziehen, wie es beim letzten Modell der Fall war, sondern das Bein nach hinten drücken und er verschießt die Flamme. Wie das funktioniert, ob es so funktioniert, schauen wir uns selbstverständlich an. Ich beginne hier mit der Flamme. Ihr seht ein schönes, dunkleres, kräftiges Gelb. Die Flamme hat eine Länge von nicht ganz 8 cm und ihr seht hier vorne vor allem, es sieht exakt genauso aus wie alle anderen Flammen auch. Also ganz einfach gemacht. Die Flamme ist nicht schlecht, aber schade, dass die Drachen nicht mehr individuelle Flammen haben. Das ganz einfach dazu. Dann geht es hier weiter mit dem Schwert von Eret. Auch das ist relativ einfach gemacht. Silberner Knauf, silberne Klinge mit Parierstange, eine Blutlinie, die hier drumherum läuft und den Griff haben sie in so einem rötlichen Braun gemacht. Das Ding ist relativ weich, da aus Gummi, ne? Kann also nicht viel passieren. Ich würde trotzdem aufpassen, nicht zu fest damit rummachen, damit es nicht abknickt. Wir haben hier eine Länge von 5 cm.
und die können wir ihm natürlich dann auch in die Hand geben. So, dann geht's hier weiter mit Eret, der hoffentlich stehen kann. Ja, ja, er steht. Und Eret hat hier eine Größe, eine Höhe von 9 cm, würde ich mal sagen. Und der ist klasse. Der ist richtig, richtig klasse gemacht. Der Fluganzug von den Designern, bombig gemacht. Natürlich Schädelbrecher, perfekt angepasst. Wirklich sieht aus wie ein Insekt hier oben. Finde ich schön, dass sie hier noch so ein metallisches Violett oder Dunkellila draufgepinselt haben in der Mitte. Der obere Teil ist eher in Dunkelbraun gehalten. Und damit ihr das einfach nochmal im direkten Vergleich seht, ich halte es daneben. Das links ist halt viel dunkler, als ihr es rechts seht. Ihr seht auch, dass irgendwie die Augenbrauen von seiner Rüstung noch hellgrün sind. Das sieht man hier nicht. Auch seitlich seht ihr braun. Hier haben wir Anthrazit oder Silber, Dunkelsilber. Ja, wie auch immer ihr das interpretieren wollt. Auch die leichten Stacheln, die hier von der Rüstung abstehen, haben sie hier mit braun bemalt. Also ich würde es Spin Master echt zutrauen, dass sie da noch eine alternative Figur rausbringen. Ehrlich, also du bist mittlerweile wirklich alles gewöhnt oder besser gesagt auf alles gefasst. Den Kopf könnt ihr bewegen, sogar 360 Grad. Das ist der Hammer. Der wurde hier einfach aufgesteckt, aber das sieht schon mal wirklich richtig, richtig gut aus. Ist ganz weich, ist aus Gummi die Figur, kann also gar nichts passieren. Tolle Schulterpolster, ist alles genauso gemacht wie der Schutzpanzer von Schädelbrecher selbst. Von hinten braucht sich die Figur auch nicht verstecken. Super gemacht, guckt euch die Details hier an. Die ganzen Schnallen, Riemen, Lederbeschaffenheiten, das ist einfach fantastisch gemacht. Dann auch diese Armschützer hier hinten, die Armschoner mit den Stacheln, die seitlich rausstehen. Klasse. Ja, Arm könnt ihr natürlich auch bewegen, selbstverständlich. Ihr könnt es nach hinten machen, nach vorne machen. Ihr könntet den sogar 360 Grad drehen, aber da ist dieser Schulterschutz etwas im Weg. Aber das sieht schon richtig gut aus. Schaut euch die Details hier an. Die einzelnen Schuppen super zu erkennen. Tolle Details. Auch die Unterteilung dieses Schutzhandschuhs ist klasse. Auch die Finger schön einzeln zu erkennen. Wow, bombig. Absolut bombig. Also Spin Master, da habt ihr euch wirklich mal selbst übertroffen. Das ist der Hammer. Auch hier drunter noch schön diese Unterteilungen der Rüstung zu sehen. Absolut bombig. Auch seitlich seht ihr das ganze Rüstzeug. Die Eule vor allem auch zu erkennen. Ja, dieses Gürtelteil, dann auch der Lendenschutz, einzeln in die Schuppen unterteilt, sehr schön. Die Beine könnt ihr bewegen, allerdings nicht an den Knien, also nur oben. Und wir können die Beine zumindest ja so weit nach vorne biegen, dass Eret auch ja so aussieht, als ob er sitzt, ne? Mal gucken, wie es dann auf Skullcrusher aussieht, ja, das schauen wir uns dann an. Er hat hier auch Knieschoner, ziemlich dick, das glänzt sogar ein bisschen, also da sind sie mit so einem metallischen grünen Lack drüber gegangen, auch das sieht super aus, der Übergang zu den Schuhen. Ganz toll. Hier seht ihr auch das Copyright 2019, also ganz neu produziert worden, die Geschichte. Auch von hinten sieht es super aus. Super. Ja, auch mit diesen kleinen Stacheln, die hier hinten noch rausstehen. Klasse gemacht. Also super schöne Figur. Da kann man überhaupt gar nichts sagen. Da kann man sich nur freuen. Also ganz, ganz toll. Das fängt doch super an. Und jetzt gebe ich ihm natürlich noch sein Schwert in die Hand. Die Hände sind relativ groß, also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr die Waffen da nicht reinkriegt. Einfach da reinstecken. So, ich sag ja, das ist sogar fast zu groß, aber er hält sein breites Schwert in der Hand und das hält er richtig gut. So, guckt es euch an. Super, hält auch, es fällt nicht runter. Es wackelt zwar ein bisschen, aber er verliert es nicht. Alleine schon wegen dem Knauf hier hinten. Das sieht cool aus. Super. So, kann er da auch noch stehen mit dem Schwert in der Hand? Ja, kann er. Guckt es euch an. Klasse. Absolut klasse. Also Eret ist Oberhammer. Ich meine, die bisher erschienenen Figuren sind auch schon Burner, aber Eret Knaller. Ja, wenn ich dran denke, hole ich die anderen auch noch mit dazu und stelle den dazwischen, damit ihr das einfach mal seht. Was ich jetzt noch großartig gefunden hätte, wäre, wenn hier irgendwie noch eine Aussparung wäre, wo man das Schwert vielleicht reinschieben kann, ne? Wenn man ihm was anderes in die Hand geben möchte und nicht unbedingt immer mit dem Schwert
ne, so eine kleine Schwertscheide oder einfach so eine kleine Aussparung, wo man es dann reinstecken kann. Das hätte ich super gefunden. Aber egal, ich bin total zufrieden mit Eret. Super Figur, toll geworden. Ja, also ich halte es nochmal kurz so vor die Kamera. Schaut euch die Details an. Auch hier oben dieses Ledrige an diesem Helm. Ganz toll unterteilt, auch von hinten mit einem Genickschutz versehen. Super schön gemacht das Ganze. Die Drachenschuppen, die Details hauen dich wirklich weg. Ganz toll. Auch der Eulenkopf, der kleine, schön gemacht. Der Po, mega knackig, ja. Und auch diese Knieschoner, die ganzen Stiefel hier unten, absolut super schön. Passt toll zu Schädelbrecher. Fantastisch. So, und ich sage euch was, damit es nicht zu lange wird, mache ich hier einen Cut. Ja, ich mache hier einen Cut. Die Figur besprechen wir im nächsten Teil. Wir schauen die Action an und wir gucken auch nochmal den alten Schädelbrecher an. Ihr seht, wie groß der gegen den hier wirkt. Gucken nochmal, wie die Action da war und vergleichen vor allem halt auch die Drachen. Und wie ich es eben schon sagte, ihmchen habe ich noch original verpackt hier drin, ne? Noch nicht rausgeholt. Also, da gibt es noch einiges zum Gucken, damit das Video einfach nicht zu lang wird. Darum würde ich sagen, mache ich hier ganz kurz einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es weitergeht mit Skullcrusher. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Sage ciao, tschüsschen, bis gleich, euer Ruppi. Yay! Yeah.